Commodores Bridgeboards wurden in den Yesterchips Folgen 12 bis 15 ja schon eingehend durchgekaut, auch wenn hierzu noch lange nicht alles gesagt ist. In Folge 20 wagten wir dann auch mal einen Blick über den Tellerrand, denn nicht nur Commodore stellte Bridgeboards her. Gerade nochmal zur Wiederholung, was ist ein Bridgeboard überhaupt? Es handelt sich, vereinfacht gesagt, um einen IBM-kompatiblen PC auf einer Amiga Zorobus Steckkarte. Wobei dies aber nicht bedeuten soll, dass es nicht auch für andere Systeme als den Amiga so geartete Hardware gibt. Und es muss auch nicht zwingend immer eine PC-Hardware sein, aber in der Amiga-Welt ist dies so. Auf so einer Karte findet man einen x86-kompatiblen Hauptprozessor, dazu passend Arbeitsspeicher, ein BIOS und, je nach Bauform, Anschlussmöglichkeiten für Massenspeicher. Bridgeboards sind in der Lage, gegebenenfalls vorhandene Bussteckplätze, im Amiga-Fall ist das ein ISA-Bus, zu benutzen, also es können ganz normale PC-ISA-Steckkarten wie eine Grafik- oder Soundkarte damit betrieben werden. Die Bridge, also die Brücke, kennzeichnet die Möglichkeit, die Schnittstellen des Amigas mitzunutzen auf der PC-Seite. Darunter können Tastatur, Maus, Monitor, serielle und parallele Schnittstelle fallen. Technisch betrachtet ist die Bridge das sogenannte Dual-Port RAM, ein spezieller Arbeitsspeicher, der sowohl vom Amiga als auch vom PC genutzt wird. Es ist quasi die Durchreiche zwischen den beiden Welten. Neben den Bridgeboards gibt es auch sogenannte PC-Karten. Der Unterschied besteht darin, dass Bridgeboards stets parallel zum Amiga laufen. Man kann also immer zwischen beiden Welten hin und her schalten und Prozesse parallel laufen lassen. Wohingegen eine PC-Karte das gesamte Amiga-System kapert und quasi zu einem PC ummodelliert. Will man dann wieder einen Amiga haben, muss man das System neu starten. In dieser Folge schauen wir uns die Bridgeboards des 1985 gegründeten deutschen Herstellers Vortex an, welcher als Unternehmen immerhin bis 2011 durchgehalten hat und seinen Sitz in Flein südlich von Heilbronn in Baden-Württemberg hatte. 2001 ging Vortex an Intel und 2003 an Adaptec, passend zu Vortex eigentlicher Domäne, den High-End-Festplattencontrollern. Analog zum Commodore-Begriff Bridgeboard tauften die Vortex-Entwickler ihre Karten Golden Gate. Commodores Bridgeboards kann man rein optisch recht leicht unterscheiden. Die beiden 8-Bit XT-Karten aus 1986 und 1990, die A2088XT und A2088T, erkennt man sofort an ihrem 8-Bit ISA-Bus. Die 286er AT-Doppeldecker-Karte A2286 von 1989 lässt auch keine Verwechslung zu und die 1991er A2386 gibt sich durch die charakteristischen ZIP-RAMs und ihre allgemeine Vollgestopftheit zu erkennen. Bei den Vortex Golden Gate Karten muss man hingegen schon etwas genauer hinschauen, denn sie unterscheiden sich kaum in ihrer Erscheinungsform. Auf den ersten Blick scheinen die Bauteile allesamt gleich angeordnet zu sein. Sofort kann man die Karten als Bridgeboards identifizieren, wenn man hier unten den Amiga Zorobus und den 16-Bit PC ISA Bus sieht. Typisch für alle Golden Gates ist die SIM-RAM-Anordnung, senkrecht, etwa in der Mitte der Karte und links daneben der dicke Vortex-Chip mit entsprechend markanter Kennzeichnung. Hier ist ein 34-poliger Anschluss für Diskettenlaufwerke und daneben ein 40-poliger Anschluss für IDE-Festplatten oder kompatible Massenspeicher. Wünscht man eine Aktivitätsanzeige-LED für den IDE, so kann man diesen hier anschließen.
Hier sitzt der interne PC-Speaker, man kann aber auch hier einen externen anschließen. Dieser Sockel kann einen Floppy-Controller-Chip beherbergen, ohne den ist der Floppy-Anschluss tot. Und in diesen Sockel nebendran kann optional eine FPU installiert werden, 387 oder 487, je nach Hauptprozessor. Und das hier ist der Hauptprozessor, welchen es als 386 SX und 486 SLC bzw. 486 SLC 2 gibt. Die 486er haben einen Kühler drauf. Die Prozessorenbezeichnungen lassen es schon erahnen. Vortex gab sich nicht mehr mit 8088er oder 286er Leistungsklassen ab, sondern stieg 1992 direkt mit einem 386er getaktet auf 25 MHz ein. Es folgte 1993 die 486 SLC, ebenfalls mit 25 MHz, und 1994 die 486 SLC 2 mit stolzen 50 MHz. Die 386er Karten haben von Haus aus 512 KB RAM fest auf dem Board verlötet, die 486er nicht, wobei ich dazu sagen muss, dass es hier vermutlich auch Unterschiede gab, denn meine 486 hat die RAM-Bausteine drauf. Logischerweise sind Karten gänzlich ohne jegliches RAM nicht lebensfähig. Alle Golden Gates können mittels SIM-Riegeln auf bis zu 16 MB Arbeitsspeicher erweitert werden, was eine doch recht stattliche Menge darstellt. Die 486er Karten hatten ab Werk zwei SIM-Riegel bereits installiert mit 2 MB RAM in Summe. Die 30-poligen SIMs müssen hierbei in einer bestimmten Reihenfolge eingebaut werden. Unterstützt werden 256 KB, 1 MB und 4 MB Module. Leider sind die kleinen Kunststoffnasen hier mittlerweile in die Jahre gekommen und brechen gerne ab, was zu Wackelkontakten führen kann, einem der Hauptausfallgründe der Golden Gates. Ich müsste meine hier echt mal austauschen lassen. An den IDE-Anschluss können, wie gewohnt, zwei Laufwerke angeschlossen werden, Master und Slave. Dabei ist erwähnenswert, dass man hier schmerzfrei Disk-on-Modules, kurz DOMs oder Compact-Flash-Karten verwenden kann. Der Controller spielt mit. Auch CD-ROM-Laufwerke können angeschlossen werden, aber in Ermangelung ausreichender Slots für zwei CD-ROM-Laufwerke, die Amiga-Seite will ja möglicherweise auch so ein Laufwerk haben, also ich spreche vom Gehäuse, kommen wir später noch zu einer eleganten und uns nicht ganz unbekannten Lösung. Ja, wenn sie denn funktionieren würde. Gut. Diskettenlaufwerke kann die Golden Gate ganz PC-untypisch bis zu 3 Stück gleichzeitig betreiben. Intern, ganz normal, 2 Stück und noch zusätzlich ein externes, angeschlossen über den D-Sub-Anschluss im Slotblech. Hier kann man aber im Gegensatz zu Commodores Bridgeboards keine externen Amiga-Laufwerke anklemmen, denn der D-Sub-Anschluss hier hat 25 statt 23 Pins. An diesen als Option-Konnektor bezeichneten 9-poligen D-Sub-Anschluss kann man einen Monitor-Switch anklemmen, sodass automatisch zwischen Amiga und PC-Screen, insofern eine VGA-Karte eingebaut ist, umgeschaltet wird. Dass die Golden Gates Kinder der frühen 90er Jahre sind, lässt sich auch aus dem, wie ich finde, sehr guten Handbuch herauslesen. Denn hier wird als Installationsziel neben dem Amiga 2000 auch der Amiga 3000 genannt, welchen es ja erst seit 1990 gibt. Im Amiga 4000 kann man die Karten freilich auch einsetzen. Für mich ist und bleibt aber der Amiga 2000 der Bridgeboard-Rechner meiner Wahl, denn kein anderer klassischer Amiga hat mehr ISA-Steckplätze als diese. Die
Die Installation der Golden Gate geht einfach von der Hand. Man muss einen Bridgeport-tauglichen Slot finden, also einen mit Zorro als auch Isar-Bus in Reihe, und dort kommt die Karte dann rein. Etwas mehr Kraftaufwand ist hier schon nötig, denn immerhin muss man ja 3 Konnektoren über beinahe der gesamten Kartenlänge in die Slots zwängen. Ja, selbstverständlich sollte der Kraftaufwand aber auch hier niemals in Gewalt ausarten. Wenn's klemmt, lieber nochmal genauer nachgucken, ob die Karte auch wirklich ordentlich angesetzt wurde. Vortex schreibt vor, dass man im Amiga 2000 diesen Zwischensockel unter die vorhandene 68.000er CPU auf dem Mainboard setzen soll. Ohne würde die Golden Gate nicht funktionieren. Naja, das kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft's auch ohne, aber der Vollständigkeit halber installieren wir diesen Sockel eben auch. Dazu muss aber erstmal die klobige Laufwerksbrücke ausgebaut werden. Im Handbuch steht so schön geschrieben, dass man nur die Schrauben lösen müsse und anschließend die Laufwerksbrücke, ohne Kabel vom Mainboard des Amigas abziehen zu müssen, einfach auf die Seite legen könne. Ja, klar geht das. Zumindest, wenn man keine weiteren Erweiterungskarten im System eingebaut hat. Der 68.000er kommt also jetzt raus mit der gebotenen Vorsicht. Bisschen hier hebeln, bisschen da hebeln, nie zu viel, stets ein bisschen und schon schluppt's. Jetzt wird der Zwischensockel, lagerichtig über diese Nase hier orientiert, in den Sockel gesteckt. Und obendrauf dann wieder unser 68.000er. Wenn man seinen 2000er eh schon so zerlegt hat, ist es immer eine gute Idee, auch mal einen Blick auf die Akkuregion zu werfen, ob es hier vielleicht irgendwelche chemischen Nachwirkungen gibt. Man kann es ja nicht oft genug sagen, die Originalakkus von Commodore laufen allesamt aus und zerstören das Mainboard. Einfach nur rausknipsen reicht hier oft nicht. Es ist eine ordentliche Neutralisation und Reinigung notwendig. Doch das ist jetzt nicht unser Thema. Also, Laufwerksbrücke wieder rein. Im Amiga 3000 und 4000 entfällt freilich diese CPU-Zwischensockelinstallation, denn ein 68.000er haben die ja nicht mehr nötig. Für einen ersten Testlauf sind wir nun schon bereit. Zur allgemeinen Information, wir haben hier einen Amiga 2000B mit einer Commodore A2630 Turbokarte nebst DKB 2632 Speichererweiterung, 1 MB Chip und in Summe 18 MB Fast RAM. Festplattencontroller ist der aus der letzten Folge bekannte AT-Bus 2008 Clone und das CD-Laufwerk hängt am im Januar 2018 neu aufgelegten Buddha IDE Controller von Individual Computers. Warum nicht als Slave am AT-Bus Clone? Berechtigte Frage. Weil dann der Systemstart satte 8 Sekunden länger dauert. Warum weiß ich nicht, nervt mich aber. Für die Grafik sorgt eine Picasso 2 Plus. Das OS ist Kickstart 3.1 und es ist die Better Workbench auf Basis der Workbench 3.1 installiert, welche wir aus Folge 43 kennen. Das spielt aber alles keine Geige. Auch in einem nackten Amiga 2000 würde die Golden Gate funktionieren. Im Gegensatz zu den Commodore Bridgeboards startet die Golden Gate nicht, sobald in der Startup-Sequence der Befehl Bind Drivers aufgerufen wird, sondern man muss sie quasi per Hand zum Leben erwecken. Hierzu gibt es die Software auf Diskette namens Goldmine 1. Diese Diskette ist übrigens auch bootbar, man kann also den Amiga auch direkt hierüber starten. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Denn sollte man später mal irgendwelche Probleme haben, so kann man per Booten von Goldmine 1 zumindest mal sicherstellen, dass eine korrekte Softwareumgebung geladen wurde. Wir könnten nun direkt von Diskette die Golden Gate starten. Eine Installation auf Festplatte ist nicht notwendig, der Bequemlichkeit halber aber machen wir dies. Die Installation läuft äußerst sachlich ab. Der Look der alten Workbench 1. irgendwas
kommt dann aber doch verdammt altbacken daher. Welches Land? Null. Deutschland, klar. Inhalt README. Komm, wer liest schon die README? Scheiß drauf, ne? Auf Harddisk installieren? Ja klar, wozu sind wir sonst hier? Auf welcher Partition soll installiert werden? Yep. Also, hier wird der Minimalismus dieser Installationsroutine schon lästig. Denn hier muss man tatsächlich den Namen der Partition und nicht das Partitionslabel eingeben. Ohne Doppelpunkt, wohlgemerkt. Muss man halt wissen. Warum hier jetzt auf die Installationsdiskette geschrieben werden will, entzieht sich meiner Kenntnis. Fakt ist nur, ohne das Öffnen des Schreibschutzes geht es hier nicht weiter. Also bitte. So, das war's schon gewesen. Damit's sauber ist, starten wir die Kiste nun mal neu, auch wenn dies nicht explizit so verlangt wird. Im Handbuch steht, dass man zum Betrieb der Golden Gate die CPU-Caches abschalten muss. Ich allerdings habe etwas Interessantes rausgefunden. Startet man die Emulation, so wird der Datencache der CPU automatisch abgeschaltet. Wenn man es aber absolut konform machen möchte, schaltet man die CPU-Caches mit dem Shell-Befehl CPU No Cache aus. Freilich verlangsamt dies den Amiga spürbar. Im Verzeichnis Golden Gate finden wir 6 Piktogramme. Starten wir zunächst das Setup-Programm. Hier kommt man zwar auch rein, wenn man nach dem Start der eigentlichen PC-Emulation sofort die S-Taste drückt, aber bisweilen verpasst man hier den richtigen Moment und deswegen geht es auf diesem Wege etwas zielsicherer. Dies hier ist quasi das BIOS der PC-Seite. Die Informationen werden, anders als in einem richtigen PC oder den Commodore Bridgeboards, nicht in einem batteriegepufferten Speicher gehalten, sondern in einer Amiga-Datei gespeichert. Das hat schon mal den Vorteil, dass man es nicht mit einer altersschwachen oder gar auslaufgefährdeten Batterie oder Akku zu tun hat. Sprachauswahl und Keyboard Setup. Damit legen wir die Systemsprache und unser Tastaturlayout fest. Das ist recht günstig, denn so sparen wir uns später unter MS-DOS das Laden des deutschen Zeichensatzes per Keep-GR-Befehl. Wir sparen also Arbeitsspeicher. Hier unter Floppy Drive Setup können wir unsere Diskettenlaufwerke definieren. Wie bereits gesagt, ist es möglich, hier bis zu 3 Laufwerke anzumelden. Damit das dritte Laufwerk unter MS-DOS aber überhaupt gefunden wird, ist ein zusätzlicher Treiber dort notwendig, beispielsweise Driver Sys. Da man aber hierfür normalerweise keine Verwendung hat, gehe ich nicht näher darauf ein. Hier finden wir einen Vorteil der Golden Gate gegenüber den Commodore Bridgeboards. Wir können hier ganz einfach das vorhandene Amiga-Diskettenlaufwerk einbinden, ohne lästigen Kabelverhau. DF080 bedeutet, dass uns das Amiga-Laufwerk DF0 mit 80 Spuren, also unter MS-DOS mit 720 KB, als Laufwerk A oder B zur Verfügung steht. Wenn wir weiterblättern, finden wir FD0 und FD1. Dies wären dann Laufwerke, die direkt am Floppy-Controller der Golden Gate angeschlossen sind. Ich habe hier ein PC-HD-Diskettenlaufwerk mit 1,44 MB angeklemmt. Also wähle ich dies hier nun aus. Die Abkürzung EFC steht für External Floppy Disk Connector. Dies bezieht sich auf ein eventuell extern angeschlossenes Laufwerk. Habe ich nicht, also trage ich es auch hier nicht ein. Floppy Change Detection spielt nur eine Rolle, wenn man ein Amiga-Laufwerk einbindet. Normalerweise erkennt der Amiga ja sofort, ohne Zutun des Anwenders, wenn eine Diskette ins Laufwerk eingelegt worden ist und beginnt diese zu lesen. Dies kann störend sein, denn parallel zum Golden Gate PC läuft der Amiga ja weiter. Damit nicht erst der Amiga versucht, eine PC-Diskette in einem Laufwerk zu lesen, schaltet man die Floppy Change Detection hier lieber aus. Hard Disk Setup. Yo. Hier gilt das gleiche wie auch bei den Commodore Bridgeboards. Man kann ein Hardfile anlegen, also eine große Datei auf der Amiga-Festplatte, welche die Festplatte der PC-Seite beinhaltet, oder man nutzt eine ganze Partition der Amiga-Festplatte für die PC-Seite.
Oder man entscheidet sich für die schnellste und beste Lösung. Man nutzt den Golden Gate eigenen IDE-Port und schließt hier eine separate Festplatte, respektive ein kompatibles Speichermedium an. Das Golden Gate BIOS verfügt hier hochkomfortabel sogar über eine Auto-Detection, was die Geometrie und Größe des angeschlossenen Massenspeichers angeht. Ich habe eine 512 MB große Compact Flash-Karte angeschlossen. Es ist auch möglich, bis zu zwei Festplatten über separate ISA-Controller in das System einzubinden. Die Lösungen Hardfile, Amiga-Partition und separater ISA-Controller halte ich jedoch weitestgehend für, ja sag mal, Quatsch. Nehmt einfach den IDE der Golden Gate und seid froh damit. Sowohl bei Festplatten als auch bei Diskettenlaufwerken müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr keinen Unsinn hier einstellt. Denn die Golden Gate wird dann einfach beim Starten hängen bleiben und sich zu Tode suchen, wenn sie das definierte Laufwerk nicht findet. Es gibt keine Fehlermeldung, es gibt gar nichts, das Ding bleibt einfach nur stumpf hängen. Unter Boot Mode Selection wird festgelegt, von welchem Speichermedium wir booten wollen. Doch klassischerweise ist das natürlich die Festplatte. Video Setup. Ja, hierzu gibt's erstmal wieder eine Tabelle. Ebenso wie die Commodore-Karten kann auch die Golden Gate PC-Videomodi emulieren und direkt auf dem Amiga-Monitor anzeigen. Dies geht bis hinauf zu stolzen 640x480 Pixel bei allerdings nur monochromer Darstellung. Kann man machen, muss man aber nicht, denn der Königsweg heißt auch hier eine eigene Grafikkarte verwenden. Wir haben ja noch ISA-Slots frei, also benutzen wir auch eine echte VGA-Grafikkarte. Damit steht uns nicht nur eine deutlich höhere Auswahl an Auflösungen und Farben zur Verfügung, nein, der eigentliche und gravierende Vorteil ist die Geschwindigkeit. Entsprechend stellen wir hier auch ein ISA-Bus. Unabhängig von dieser Einstellung wird die Grafikemulation ohnehin abgeschaltet, sobald die Golden Gate eine Grafikkarte auf dem ISA-Bus erkennt. Tastendruck auf Page Down bringt uns auf die zweite und letzte Seite des BIOS. Expanded Memory. Wenn ihr keinen Ärger haben wollt, dann lasst ihr diesen Wert auf 0. Port Address ist auch so ein Fall. Ich habe damit nie herumgespielt, also lassen wir das. Extended Memory zeigt an, wie viel RAM für den PC-Betrieb zur Verfügung steht. Das ist freilich abhängig von der Menge RAM, die installiert ist auf der Golden Gate. Use Amiga Memory. Ja, auch das geht, wenn auch nicht sonderlich schnell. Die Golden Gate kann sich bis zu 50% von entweder Chip, Fast oder Public RAM des Amigas für ihre eigenen Zwecke abzwacken. Empfehlenswert ist dies aber nicht, denn nichts ist schneller als der installierte Arbeitsspeicher auf der Golden Gate. Communications Port Setup kann man schnell abhandeln. Die serielle Schnittstelle der Golden Gate kann auf einer eigenen ISA-Karte sein oder die serielle Schnittstelle des Amigas wird bei der PC-Seite als COM1 oder COM2 genutzt. Gleiches gilt bei der Maus und bei der parallelen Schnittstelle. Wobei hier die Zuordnung der parallelen Amiga-Schnittstelle auf PC-Seite LPT1 oder LPT2 sein kann. Bus Speed. Hier ist man natürlich sofort versucht, die High-Option zu wählen. Ja, kann man versuchen. Wenn es keine Probleme gibt, kann man das auch so lassen. Das Handbuch empfiehlt hier aber auf Low zu bleiben. Man schaltet hier die ISA-Busgeschwindigkeit zwischen 8 und 10 MHz um. Manche ISA-Steckkarten allerdings kommen auf 10 MHz nicht klar. RAM-Speed. Hier gilt, weniger ist mehr. Wenn man 60 Nanosekunden oder schnellere SIM-Riegel auf der Golden Gate verbaut hat, so sollte man hier diese Option wählen. Nur so arbeitet das System ohne Wait States, also schnellstmöglich. Shadow RAM Setup. Wenn man mindestens 1 MB als SIM-Modul auf der Golden Gate installiert hat, kann man Shadowing verwenden. Ganz platt gesagt, Shadowing bringt Geschwindigkeit.
Ich musste leider mit einer ATI Mach 32 Grafikkarte die Erfahrung machen, dass diese auf Shadowing nicht klarkommt und anfängt lustige Zeichenfehler zu produzieren. Man muss es halt einfach ausprobieren. Kaputt machen kann man dabei nichts. Mit F5 geht's raus und F9 speichert die Einstellungen. So, lange genug gelabert. Jetzt machen wir mal einen Satz und starten den Golden Gate PC. Normalerweise macht man das via Digger. Ich sage absichtlich normalerweise, denn warum auch immer, bei mir funktioniert das nicht. Macht aber nichts. Man kann das Ding auch mittels GG starten, wobei man das Ding erstmal sichtbar machen muss. Auf der Karte geht die grüne LED an. Man hört ein fröhliches Piepsen. Dieses Workbench-Fenster zeigt an, dass die Maus jetzt für den PC-Betrieb gefangen ist und wie man das abschaltet, um wieder auf der Workbench arbeiten zu können. Und auf dem an die ISA VGA Grafikkarte angeschlossenen Monitor sehen wir den Startvorgang der Golden Gate. Naja, nicht wundern, das Windows 95 Titelbild stammt vom missglückten Versuch, eben dieses Betriebssystem zu installieren. Die Installation an sich ist zwar möglich, aber den Betrieb habe ich nicht hingekriegt. Daher habe ich zwar als OS Windows 95 drauf, kann aber die GUI nicht nutzen. Das soll aber den weiteren Ausführungen keinen Abbruch tun. Und nun zum Schluss dieser Folge ein paar Echtzeiteindrücke verschiedener Programme, wie diese ebenso auf der Golden Gate 486 SLC 2 laufen. Viel Spaß damit, ich sag schon mal Adil, ciao und bye bye, es wird gewiss noch eine weitere Folge zu diesem Thema geben. Bis dahin, euer Mick.
Yeah.